Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Polybridge 2. Ich bin echt froh, muss ich sagen, dass das Spiel dann doch so gut bei euch ankommt, weil für mich ist es ein pures Entspannungsspiel. Auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist, in Anführungszeichen. Aber ich habe da wirklich Spaß mit. Deswegen Freude, dass es gut ankommt. So, was müssen wir machen? Wir müssen hier auf jeden Fall hier unten durch den Punkt durch. Das ist quasi hier einmal ein bisschen dippen. Können wir mal versuchen, so ein bisschen abgefahren zu bauen. Quasi hier eine Rampe hoch und dann einfach mal runterfallen lassen. Mal gucken, ob das klappt. Deswegen jetzt hier gar nicht irgendwie so großartig. So. Und dann kann er hier quasi runter dippen. Frage ist natürlich, wie wird das halten? Okay, also wir bauen auf jeden Fall ein bisschen Unterbau. Ach, ich muss zum Friseur, ey. Überall kitzeln mich meine Haare. Aus gutem Grund habe ich schon lange kein Video mehr mit Kamera. Ich sehe echt aus wie ein Wollschaf. Mittlerweile. Hält das? Mittelprächtig. Naja, sind wir gleich nochmal gucken. Ist natürlich jetzt nicht so stabil. Ich weiß nicht, ist das eigentlich sinnvoll, wenn man sowas baut? Ist das dann überhaupt noch stabil? Ja, ist es. Auf jeden Fall stabiler als vorher. Das ist doch schön. Ja, halbwegs. Aber gut, das ist jetzt eh nur der erste Bau. Wir bauen auf jeden Fall eine wunderschöne Turm. Dieser wunderschöne Turm muss anders gebaut werden. Nein, das war falsch. Wir bauen so was Hängebrückenartiges, habe ich mir jetzt überlegt. Das muss halt relativ hoch werden, ne? Und alles, was relativ hoch ist, wird relativ teuer. Oben so ein bisschen konisch zusammenlaufend. So. Keine Ahnung, ob das hält. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, dann quasi nicht nur an den vorderen Punkt hier zu machen, sondern auch an den hinteren. Keine Ahnung. Falls das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie physikalisch was anderes wäre. Ist natürlich ein anderer Winkel, der dann da dran zieht. So. Funktioniert das mit Fahrzeug drauf? Okay. Ich glaube tatsächlich, es könnte sinnvoll sein, dass wir hier eine. Achso. Dass wir hier eine Stahlkonstruktion in den ersten Bereich bauen. Ich weiß nicht, langt das schon? Bringt das schon was? Okay, das Ding ist nicht so. Nicht so der Bergsteiger, wie ich eigentlich erwartet habe. Okay, hier bricht's ein. Da hinten ist wohl ein bisschen zu viel Zug drauf. Kann man das so vielleicht noch ein bisschen mehr abstützen? Keine Ahnung. Weil man sieht halt schon, dass es hier eh schon bisschen gelber ist, als es hier vorne ist. Da ist alles schön grün, da wird es gelb. Jetzt wird es langsam aber sicher rot. Es knickt da auf jeden Fall als erstes an. Also das bringt einen feuchten. Gut, wir können natürlich, ist ja kein Problem, hier doch noch eine Stütze reinpacken. Aber eigentlich würde ich das gerne vermeiden. Lasst uns mal überlegen. Was passiert denn,
wenn ich den Kladderadatsch so ein bisschen nach vorne verlege, weißt du? Dann müsste doch mehr Last eigentlich auf dem vorderen Bein sein. Wäre jetzt so meine Vermutung, aber auch es. Okay, jetzt bricht's da oben. Wie können wir das... Weil das sieht ja aus... Also, da ist ja Zug drauf. Ich glaube, das ist das Problem. Weil es macht für mich gerade keinen Sinn, wenn hier Gewicht drauf ist, dass es dann hier quasi bricht. Ich glaube eher, dass es reißt. Wir machen mal schneller. Wie kriegt man das hin? Oder kriegen wir es eventuell hin, wenn wir hier auch noch ein bisschen Seil machen? Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn gibt. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Lustigerweise bringt das sogar ziemlich viel. Okay, es steht dann halt hier vorne drauf. Was reißt dann? Okay, warte mal. Dann habe ich ja eventuell eine Idee. Stützen wir es mal so ab. Na gut, da vorne kracht es dann halt, ne? Aber das ist mir dann jetzt auch wurscht. Weil wir bauen jetzt hier gleich eine Straße runter. Tatsächlich, die Straße können wir eigentlich direkt auf dem... auf dem Stützpfeiler hier eigentlich mal aufsetzen. Ich hoffe, wir schaffen es mit der Kohle. Ups. Wie viel Geld dürfen wir denn überschreiten? Fällt das dann richtig da rein, so wie ich mir das vorstelle? Na, nicht ganz. Oh Mann, ich hätte gerne unendlich Geld, ehrlich gesagt, gerade. So, da kommt hier noch ein Seil hin. Weil ich möchte es ungern so normal bauen. Verdammt. Upsi. Straße bauen wir natürlich. Sieht doch mega aus. Eindeutig ein guter Plan, den ich da habe. Es wird 100 pro halten. Wie auch sonst. Vielleicht wird uns das Spiel sagen, wir haben kein Geld mehr. Okay, es sagt noch nicht, wir haben kein Geld mehr, was ich sehr cool finde von dem Spiel. Hey, warum darf ich heute so viel Geld ausgeben? Also nicht, dass ich mich da beschweren möchte, aber... Sieht auch super stabil aus. Unterstützen das vorsichtshalber mal noch ein bisschen. Ist nicht unbedingt das, was ich mir unter einer tollen
Strecke vorstelle. Okay, es bleibt nur noch hängen. Das ist ja der Hammer. Muss auch eigentlich gar nicht so weit hoch, ne? Tatsächlich. Kann ich doch einfach so machen. Auch Hundchen. Das Hundchen von unserer Nachbarnwelt gerade. Das hat irgendwie wieder seine 5 Minuten. Ich glaube, das ist die massivste, riesigste, komischste Brücke, die ich in diesem Spiel bisher gebaut habe. Ach, und jetzt kommst du da nicht hoch, das ist doch nicht euer Ernst. Krass, es kommt da immer noch nicht über diese, über diesen leichten Hubbel rüber. Das Spiel will mich doch einfach nur... Spiel, warum? Ey, das kann doch nicht sein. Komm, beweg dich. Wie es einfach da drüber rutscht. Nein. Und dann geht's da kaputt. Verstärkte Straße. Und ich kann es nicht schneller machen. Wundervoll. Ist auch überhaupt nichts kaputt gegangen. Mein Gott, was eine Abomination von Brücke. So, wir haben mal eine mit Anlauf und einem Buggy, der springt. Lass mal gucken. Bis wohin schafft's der ohne irgendwas? Vielleicht können wir den Schwung mitnehmen. Ich fände es cool, wenn man quasi aufzeichnen könnte, wo der runterkommt. Ich vermute mal, dass er irgendwo hier runterkommt. Ich möchte erstmal sowas wie eine kleine Brücke bauen, um den aufzufangen. Kommt der da dran? Oder wo kommt der runter? Boah, der knallt da voll gegen. Manchmal ist die Steuerung so ein bisschen unintuitiv, aber. Aber gut. So. Kommt er da runter? Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Allerdings müssen wir hier die Straße ändern. Wollen wir nochmal kurz gucken, wo kommt der genau auf? Wir haben nämlich nur ein paar Straßenteile. Das hier brauchen wir überhaupt nicht, glaube ich. Ich glaube, da kommt er nicht drauf. Ich glaube, er kommt nur hier drauf. Jo. Da kommt er drauf. So, ein bisschen abstützen. Langt das? Ah, super knapp. Super knapp. Okay, jetzt ist er irgendwie weniger hochgehüpft, habe ich so das Gefühl. Bäm! Sehr cool.
Ja, manche haben es sogar noch weniger gebaut. Nice, aber hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach dann funktioniert. Was haben wir da? Felsig mit einem dicken, fetten Bus. Ja. Der musste ja einfach nur irgendwie drüber. Also wahrscheinlich so ein ganz sanfter Anstieg. Aber den kann man eigentlich schon wieder ein Stück runter machen. Komm schon. Das sind jetzt aufeinander stehende Dreiecke. Die sollten doch stabil sein, hoffe ich. Bin mir nicht mal sicher, ob ich das hier brauche. Oh. Oh. So eine Stahlkonstruktion, Stahl-Holz-Konstruktion vielleicht drunter. Hält das? Auch wenn hier ein Loch drin ist. War zu erwarten. Langt die eine Strebe? Da halt runter, ne? Das war jetzt, glaube ich, recht einfach. Bisschen hier noch verschieben alles. Ja, das ist doch okay. Jetzt will ich mal was anderes noch versuchen. Einfach ein bisschen Abwechslung in die Geschichte reinbringen. Ja, schon wieder zu viel Geld verbraucht. Ist mir egal. Scheiße, ich habe gar keine Seile. Komm mal zurück. Kriege ich das einfach hier mit so einer billigen Konstruktion mit geraden Trägern da oben drauf? Geht das? Oder ist das zu breit? Ich vermute, dass das zu breit ist. Und ist natürlich auch alles nicht symmetrisch, aber wen interessiert das schon? Es ist jetzt schon rot. Es bricht halt sofort zusammen. Aber komm, wir tricksen einfach mal ein bisschen. Wir tauschen das jetzt mal durch Metall aus. An der Stelle ist es gebrochen. Wir machen mal schneller. Okay. Wahrscheinlich tausche ich das jetzt alles gegen Metall aus und das funktioniert dann immer noch nicht. Jetzt ist nämlich da. Oh, was ein Zufall. Das ist jetzt nichts mehr rot. Okay, es muss gar nicht rot sein. Die Brücke trägt sich ja selber. Man muss, glaube ich, das wirklich löschen, sonst geht's nicht. So. Stahl, Holz, Brücke. Jetzt fängt es halt da an, kaputt zu gehen. So, what? Ballern wir halt ein bisschen Metall da rein. Ist ja auch in Ordnung. Guckt ja irgendwie eh keiner aufs Geld in dem Spiel. Wir können Schulden machen ohne Ende. Schalte ich denn eigentlich? Ach genau, diese Belastungsanzeige, die wollte ich mal ausschalten. Jetzt sieht es viel schicker aus. Wundervoll. Sehr schön. Eine mache ich noch.
Gottes Willen. Hätte ich jetzt lieber nicht gesagt. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Fahrzeug. Der muss erst dahin, dann rüber. Okay. Also muss einmal drehen. Ich sehe jetzt noch nicht, wo das Problem ist, ehrlich gesagt. Aber ja, ne? Da kommt einfach eine ganz normale Brücke drauf. Oder habe ich mir gerade irgendwie was komplizierter gedacht, als es ist? Also, da kommt er ja wohl easy rüber. Keine Ahnung. Ah. Hey. Jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Gut. Dann führen wir dich einfach nach oben, dann kannst du da unten drunter durchfahren. Nachher. Außer du fällst halt irgendwie komisch, was ich nicht hoffe. So, Brücke. Ich habe natürlich jetzt keine Brücke. Ich habe keine Straße gebaut, ich Lappen. Ich habe überall Träger dahingesetzt. Straße. Ah, lol. Straße kann man nicht so weit bauen. Supi. Ah. Das ist ja frech. Doch, tatsächlich alles nochmal neu machen. So, den Punkt halten wir hier hinten mit einer Stahlstrebe, die bestimmt super hält, so wie ich sie da gebaut habe. Es wird garantiert nicht schief gehen. So. Nein, immer noch nicht. So, meine ich. Wenn ich hier schon so eine Sollbruchstelle einbaue, muss ich es anders machen. Ach guck mal, kann man sogar verbinden. Das kann es bestimmt halten. Lol, okay, es hält wirklich. Gut, aber der fällt komisch runter. Jetzt müssen wir irgendwie quasi den richtigen Winkel finden, dass er wieder auf seinen... Verdammt. Dass er auf seinen Füßen landet. Füßen auf seinen Reifen, meine ich natürlich. Okay, das ist natürlich Quatsch. Und reingepackt. Sehr schön. Okay, das funktioniert. Kann ich theoretisch die Brücke an der Brücke da oben aufhängen? Halt total wabbelig. Okay, das hält nicht so gut. Das hält doch jetzt aber bombenfest. Easy. Sehr schön, sehr schön. Und dann können wir das hier auch so machen eigentlich. Komm mal mit zu Kabeln. Mit denen habe ich noch gar nicht gearbeitet. Okay, das ist vielleicht ein bisschen weit auseinander. Oh, machen wir es lieber so.
Boot fährt locker flockig durch. Aber ich bin ja fast ein bisschen stolz auf mich. So, was haben da andere Leute gebaut? Lol. Das ist natürlich mega cool, aber ganz ehrlich, so viel Übung habe ich einfach noch gar nicht, um dass mir sowas einfallen würde. Mega cool, aber. Was hat er hier gebaut, derjenige? Was passiert da? So, eigentlich ähnliches Prinzip, okay. Was ist hier so passiert? Okay, das wird dann auch wieder hochgeschoben. Also ja, ich finde die cool, die Sachen, wenn die so mechanisch gebaut werden. Aber ist halt in den meisten Fällen auch mega unnötig. Meiner Meinung nach. Was ist da für eine Abomination passiert? Er hat einen Stoßdämpfer gebaut. Aus Brückenteilen. Lol. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es überhaupt geht. Einfach Straße dahin gehängt, ohne irgendwas. Aber ich kann... Weiß nicht, wie das funktioniert. Naja, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.